Hallo liebe Zuschauer von RNK. Wie ihr seht, wir stehen schon wieder am Auto, wo es diesmal hingeht. Und wer diese schönen Tassen bekommt, das erfahrt ihr in dieser Folge. Bis später. Ankunft nach 6,5 Stunden Fahrt in Ostfriesland. Ja, ihr Lieben, heute zum Tag der Abreise können wir wenigstens mal die Feuerplatte anmachen. Die anderen zwei Tage, beziehungsweise gestern, war es ja total verregnet. Aber kommen wir doch noch in den Genuss, hier in Friesland mal die Feuerplatte hochzunehmen, hochzuheizen. Tja, und in der Zeit, wo die Feuerplatte hochheizt fürs Frühstück, gehen wir mal ein Stückchen weiter. Da steht unser Auto. Tun die Gastgeber, also Rita Kruse, ihr Wohnmobil gerade wieder fertig machen für ihren nächsten Trip. Noch nicht viel, aber etwas. Man sollte es nicht glauben, man kann auch den Dienst auf der Platte machen ohne Pfanne. Ja, sind die Kätzchen Sandwiches und noch mal ein paar Tomaten. Ja, hallo, also liebe Zuschauer, wir haben den ersten Teil unserer Tour beendet. Schönen Gruß doch mal an Richard und Silvia. Es waren zwei wunderschöne Tage bei euch und die müssen wir unbedingt wiederholen. Auf geht's zur zweiten Station. Ist nur eine Stunde Fahrt, aber wir freuen uns drauf. Ja, und wir sind auf dem Weg in das wunderschöne Emsland, nachdem wir Ostfriesland verlassen haben. Und einmal durch den Ems-Tunnel. Toll. Kurzer Stopp und zweite Tasse. Als kleines Dankeschön für die kurze Kaffeepause, eine Tasse von uns. Okay. Und wir sehen uns irgendwann wieder, ne? Machen wir auch. Bis die Tage dann. Okay, jo. Danke. Kurz fotogen sind sie nicht, die wollen wieder vor. Ja, seitdem wir jetzt beim Hengst waren, sind es ein bisschen. Schön vagios. Neugierig. Kommen alle an, ganz langsam. Klein, aber fein. Satt. Ja, jetzt sind wir fremd. Aber einer kommt. Das war's. Das ist neugierig. Nee. Also Michael, wie du siehst, es geht weiter an dem schönen Teil. Von allen Seiten, Ecken und Kanten. Und draußen sind schon die nächsten Teile, die lackiert werden. Cool. So, René wird uns jetzt weiter am Balken verewigen. Ich denke mal, die Karina wird sich selber auch noch verewigen. Fahren. Ich schreibe auch noch meine, gebe auch noch meine Unterschrift ab. Gut. Ohne Brille. Du musst nur den Balken treffen. Ja. Und das nächste Mal können wir so auch so ein Bild kennen wir ein bisschen. Oh, runtergefallen. So Leute, das war Abstecher Nummer 2 bei Thomas Diebkamp. Und das ist der mit den schönen Vagioren dann. Weiter geht's Richtung Bettburg.